So, Panorama-Export aus Pinpoint. Auch Pinpoint bietet die Möglichkeit, relativ einfach die Panoramen von einem Laserscan oder einer strukturierten E57-Datei zu exportieren. Ich habe hier dasselbe Modell, was ich in Recap importiert hatte, oder dieselbe Punktwolke mal in Pinpoint reingeholt und gehe mal auf denselben Standort. Da sehen wir, das sieht alles identisch aus. Das ist ja klar, da kann jetzt auch kein großer Unterschied sein, ne? Und dann wähle ich die hier einfach mal alle aus, also die sind ja alle angezeigt und alle, die angezeigt werden, werden auch exportiert. Das heißt, ich selektiere die Scans vorher und gehe dann hier auf Exportieren Panoramen und kann dann hier mal in Pinpoint Panoramen reingehen und dann startet auch schon der Export. Ich mache mal einen Explorer wieder auf. Und dann gehen wir hier mal unter Pinpoint Panoramen. Und dann sehen wir ja, das dauert jetzt schon einen Moment länger. Also das ist jetzt nicht so schnell wie die Recap-Geschichte. Aber wir sehen zwei Dinge. Erstens, das Bild ist natürlich größer. Das heißt, wir haben hier eine höhere Auflösung. Ich versuche das mal hier direkt zu öffnen. Der Rechner arbeitet jetzt natürlich. Und ich gehe mal hier vielleicht wieder ran und dann sieht man, ja, schon ziemlich detailliert. Aber das muss man, glaube ich, ausprobieren. Also da kann man jetzt sagen, das oder das ist besser. Das ist eigentlich völlig irrelevant. Ich denke, das hängt auch so ein bisschen davon ab, welche Softwareumgebung man schon installiert hat oder welche man nutzen möchte. Und dann sieht man, es gibt immer eine Textdatei und das finde ich sehr gut. Das heißt, ich kann hier drauf gehen und kann die öffnen und kriege dann hier in einem Editor die Positionen angezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Firma habe, die meinetwegen mir einen Online-Viewer programmieren möchte und möchte wissen, wo die Panoramen sich befinden, dann habe ich hier die Koordinatenliste, mit der ich dann direkt quasi die Positionen der einzelnen Panoramen kenne. Okay, das soll es gewesen sein. Wenn es gefallen hat, Daumen nach oben. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.